Nick Frage ich eigentlich mich, so, warum sie ja. das Metall zurückhält. Tut sie ja gar nicht. Sie will erstmal was besprechen. Ah, gut. Daraus fischt sich die Schale mit den Pilzen vor. Sucht sich die raus, die besonders groß und viel Wasser enthalten. Oh, Schwert 5. Was sind denn noch für wichtige Fragen offen, bevor das Endurium irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hingehen könnte? Ich glaube, ich bin der Mann, ich verstehe davon nicht ganz so viel, was du dir jetzt vorstellst, was wir alles tun sollen. Versuch es mit einfachen Worten mir zu erklären, ich bin etwas dumm. Du bist nicht dumm. Gib dir einen Kuss auf die Wange. Man zwinkert dir einmal zu bei dem Kuss. Oh, die Pilze haben es in sich. Ihr versprecht mir, dass wenn ihr auf das Schiff geht, dass ich auf jeden Fall mitfahren darf, egal was der Captain ja. sagt. Das kann ich nicht versprechen, aber der Captain wird nichts dagegen haben, dass wir dich mitnehmen, Mann. Du hast irgendwie. Du hast das Endurium gerettet. Diese gesamte Mission beruht nur allein darauf, dass wir dieses Endurium holen sollen. Und wir haben jetzt schon 3 Leute von unserer Mission verloren. Ich hoffe, dass wir nicht noch mehr Leute verlieren auf dem Rückweg. Hi. Wir sind durch die Hölle gegangen, um dieses Zeug zu kriegen. Oder vielleicht auch nur durch den schönen Teil von Maraskan, je nachdem, wie man das so beschreiben möchte. Er nickt einmal Richtung Brindigian. Ja, ihr hattet das volle Programm. Sowohl ja, den genau, schönen die als volle auch den Schönheit. Du hast natürlich vollkommen recht. Ihr versprecht, dass ihr aufhört, mir zu misstrauen und ich führe euch sofort dahin, wo ich es versteckt habe. Schau wieder den Effortgeweihten an. Also ich kann natürlich nicht mit unserem Kapitän sprechen. Dein Effort aus Kopf schwankt ein bisschen her. Er kann natürlich nicht von seinem Kapitän sprechen, aber ja, wenn er dich nicht auf sein Schiff lässt, dann kann man nichts sagen. Aber, er hebt seinen Finger, aber ich wollte schon lange ein kleines Beiboot bauen. Wenn du nicht aufs Schiff darfst, kannst du in dem Beiboot wohnen, bis wir dich irgendwo anders absetzen. Ich soll in einem Beiboot mitnehmen, nachdem ich schiffbrüchig bin? Nein. Ich glaube, er meint das so, dass wir alle ein Boot zusammenbauen und damit dann versuchen abzuhauen von diesem Ort hier. Ja, wir wollen nach Helmport. Gute Idee, Rodrigo. Ich bin mir sicher, dass Ratarazanin im Moment nicht unbedingt in der Lage ist, willige Mannschaftsmitglieder abzuweisen. Also pass auf, Warscher. Selbst wenn Ratarazanin sagen würde, du darfst nicht mit an Bord, dann stehe ich neben dir und sage, gut, dann gehe ich auch nicht mit an Bord, dann werden wir uns eine andere Möglichkeit suchen. Wer ist dann mit dabei, wenn Zart auf Hart kommt? Ihr seid besser als der größte Teil von dem verlotterten Haufen, der da rumrennt. Meinetwegen. Wenn ihr weiterhin gegen die Ungeschaffenen vorgehen wollt, dann schließe ich mich euch auch gerne an. Ihr wollt Maraskan verlassen? Das auch, aber wir wollen gucken, wenn wir nicht nein, an Bord von Ratterreise nein, in Schiff kommen. Eventuell. Nicht nur hier sind die Hässlichen, auch auf dem Festland. Oder gerade auf dem Festland. Wollte gerade sagen. Mir ist es gleich, wo ich sie bekämpfe. Und ich glaube, wir können uns auch alle keine kurze Pause vielleicht in Kundchen gönnen. Ein wenig die Füße hochlegen und mal die Götter uns ein paar Tage Pause gönnen lassen, bevor wir wieder die Ungeschaffenen verprügeln. Vielleicht ein wenig auch etwas lernen in Kundchen. Und wenn wir das Leben genossen haben und etwas gelernt haben, dann mit erneuten gesammelten Kräften wieder gegen die Ungeschaffenen zurückschlagen, gegen die Dämonenbündler. Immer da, wo es weh tut. Washer, wenn wir gegen die Dämonenbündler schlagen, würdest du da mitkommen wollen oder würdest du sagen, dass du lieber in Kundchen bleibst oder wo auch immer du hin möchtest? Oh, frag sie doch nicht, das Mädel ist hier verfallen. Ich dachte, ich bin ihr verfallen. Bist du nicht? Böse ja, an. Ja, eben doch, aber ich dachte, es wäre andersrum, weil, naja. Ich bin mir sicher, Herr Dagas kann euch beide noch auf der Stelle verheiraten. Was? Herr Dagas steht auf. So. Ich habe erst ein anderes Wort von ihm erwartet. Ich habe ihn gerade etwas gefragt und noch keine Antwort bekommen. Potro schaut mal so ein bisschen abfällig rüber zu Rodrigo. Das ist deine erste Frau, ja? Was dagegen? Nein, ist nur ein bisschen lächerlich. Also ich kann euch hier auf der Stelle in den heiligen Travierbund einführen. Lieber wäre es mir aber auf dem Schiff. Nein, also ich will jetzt keinen Travierbund. Ich möchte einfach nur mit... nimm mal die Hand von Washer. Das genügt mir, dass ich mit ihr zusammen bin. Ich will jetzt keinen Travierbund.
Ich muss erstmal noch einige Dinge vorher. Man muss auch mal der Familie vorgestellt werden. Ich muss ihren Vater kennenlernen, sie muss meinen Vater kennenlernen, mein Vater muss mich akzeptieren, mein Vater, muss sie akzeptieren. All diese komischen Dinge eben. Richtig, richtig. Rodrigo fängt mit dem Buchstaben an, mit dem auch Raya anfängt. Da habe ich schon kapiert. Das habe also, ich hier. Wenn ich den nochmal zusammenfassen kann, wir gehen jetzt gemeinsam, also DJ, ihr kommt mit. Holen jetzt das Enturium und dann gehen wir irgendwie in Richtung Küste, wahrscheinlich Helmport, weil wir Boran nicht schaffen. Und dann suchen wir uns ein gemeinsames Schiff. Ja, oder so. Und dann suchen wir uns ein gemeinsames Schiff. Und wenn wir keins finden, dann kapern wir eins. Und dann segeln wir zurück nach Kuntium, ja, wie richtige Piraten. Oder Schwung. Genau. Der Begriff ist Freibeuter? Und nein, wir führen das Schiff mehr oder weniger kurzfristig dem eigentlichen Besitzer zurück. Wir führen das Schiff im Namen Effards. Vielleicht können wir das ganze Schiff ja irgendwie nach Fayas abnehmen, dann haben die das sowieso nicht wieder zurückverdient, Effardayas, oder? Ja, gute Idee, haben ja. Die das überhaupt erst gestohlen. Ich warte immer noch auf euer Wort, Effardayas. Ich hatte gerade eine Idee. Mann, ey, ob man so eine Dämonenarche segeln? Mein Wort. Ja, ich habe doch gesagt, wenn du nicht aufs Schiff darfst, dann baue ich dir ein Beiboot, das wird auf dem Schiff gelagert, wenn es nicht gebraucht wird. Es geht nicht um Schiff, es geht darum, dass sie endlich aufrufen zu Mistrau. Nun fällt sich ja auch so komisch, aber... Das hat sie doch nur wirklich bewiesen, dass sie es nicht ist. Wie gibt uns das Endurium und dann hat sie halt alles getan, was wir wollten. Wollt ihr, dass Okuri persönlich von Alvaran herabsteigt und es euch verkündet? Mädchen, also wenn du uns wirklich den Ort vom Endurium sagst, dann... Ich hab dich zwar noch nicht durchschaut und du bist... komisch. Frauen kann man eh nicht durchschauen. Ja, zum Glück. Das wird dir auch gar nicht auch verstehen. Nun dann, ja. Also dann hast du dich in meinen Augen bewiesen. Brindijan, du bist doch hier so voll unser gebildeter Magier. Genauso wie hier unser Eismagier. Wie ist denn die Sache, was ist wohl Endurium wert? Ich meine, wir haben da jetzt irgendwie Endurium geklaut. Aber was ist Endurium eigentlich ungefähr wert? Kann man das verkaufen oder kann man das nicht verkaufen? Ich sage nicht, dass wir das verkaufen. Wir werden es an die Kirchen abgeben, an die Guten, denen die das immer da mit Gutes gestellt. Aber ich will das nur theoretisch wissen. Also nun, erstmal sollten wir es dafür verwenden, um gegen die Dämonenbündler vorzugehen. Und ja, auf der anderen Seite, was es wert ist, das ist schwer zu sagen. Die Menge in dieser Kiste, ich habe sie nur kurz gesehen, vielleicht waren es 8, 9, 10 Steine oder so etwas. Ja, also 10 Steine könnte ich mir ungefähr vorstellen, dass es das war, was ich auch gesehen habe. Also das ist sicherlich. Ich habe gehört, mit einer Handvoll kann man ein ganzes Schloss kaufen. Okay, gut. Brindijan rechnet gerade ein bisschen im Kopf durch. Ach, Brindijan, 100.000, 150.000 Dukaten. Ja, vielleicht noch mehr. Gerne. Also ist es eigentlich dann ja sowas wie Falschen oder so oder Handeln, aber kannst auch gerne eine Rechnungprobe machen, wenn du willst. Wäre schätzen, oder? Ich glaube nicht, dass die Pinsel ist so stark für dich. Ja, also mit 150.000 Dukaten bist du schon gut dabei. So, in den Dreh. Mit einem Wert ist es natürlich nicht zu beziffern. Man drückt Roschas Hand und, also vorsichtig sanft, aber drückt sie etwas fester und sagt, für 150.000 Dukaten hat sich das Mädchen doch mehr, die Frau hier, mehr verdient Vertrauen als jeder andere verfickte Aventurier, der sonst etwas Gutes tun könnte, um gegen Dämonenbündel anzutreten, oder Effardayos? Ich habe doch genauso geholfen, Centurium zu besorgen. Natürlich hast du das. Aber du bist aus alle, dir. Aber wir alle sind tolle dir Typen. Ich habe damit aber gar nichts zu tun gehabt und ich habe euch trotzdem geholfen. Mich hat jemand geschickt, das ist keine geheime Mission gewesen. Sie hatte keinen Befehl. Nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und sie hat sich trotzdem reingehängt. Und dann zur richtigen? Guckt er ein bisschen stolz. Und dann hat sie das Ganze auch noch das Endurium weggebracht. Denn jeder andere von uns, der das Endurium getragen hätte, hätte vielleicht damit erwischt werden können oder gar nicht so schnell rennen können. Also wir müssen, kurz gesagt. Wir müssen anerkennen, dass wir es ohne sie vermutlich nicht geschafft hätten. Danke. Ja, schau mal in die Runde. Sagen wir das so, das finde ich gut. Rodrigo Günz ist sehr zufrieden in Borchers Richtung. Ohne Güna hätten wir es auch nicht geschafft. Ich euch auch nicht und ohne Rodrigo auch nicht. Und ohne Sari. Gedenken wir der Toten kurz. Die Toten mögen ruhen und die Toten mögen ihre Seelen in Borons Hallen niederlegen.
Meint ihr nicht, es ist etwas auffällig, wenn wir alle gehen und es holen? Ich denke, vielleicht sollten nur ein paar Leute gehen. Gut, dann nehmt euch Rodrigo und nehmt euch Brindisian und nehmt euch Otto und... Nehmt uns doch Elfadaios noch mit, dann kann er sich selbst davon überzeugen, dass alles gut ist. Elfadaios mit und ich werde so lange... Wir sollten da klar machen, mich um meine Knappin kümmern und diesen verfluchten Spinnenführer finden. Und die Jan, könnt ihr euch vorher mal meine Hand anschauen? Seid ihr noch verletzt? Ja. Bist du? Halt ihr die hin. Sieht ziemlich aufgeschürft aus und etwas verknackt. Also wirklich noch eine Wunde, eine regeltechnische? Nee, Wunde ist es keine, ist aber nur LEP, die mir halt fehlen. Also gut gesagt. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch einen Heiltrank. Wir hatten zumindest welche, als wir reingegangen sind. Ich weiß nicht, wie viel wir über haben. So schlimm ist es nicht, aber... Ich habe hier noch einen, falls der nötig ist. Einen habe ich verbraucht, sagt Rodrigo einfach so. Also wenn es jetzt nicht wirklich notwendig ist, dann bitte ich dich mir zu verzeihen, wenn ich es nicht heile auf magischem Wege. Weil diese verdammte Rüstung von den Hafajas, die zehrt etwas an meinen Kräften. Vermutlich kann ich die nächsten Tage keine astrale Kraft mehr regenerieren. Kein Problem, dann, Rodrigo, kannst du sie zumindest verbinden? Ich kann das versuchen. Ich hoffe immer, dass ich zu feste. Und Rodrigo schnappt sich mal so einen Verband. Jetzt hier oder warten wir damit kurz? Wir können das auch woanders machen. Grinst dich an. Ja, ich meine, ich kann das nicht gut. Ich mach das. Einmal habe ich dem Typen auch die Hand verbunden, da ist die blau angelaufen, aber ich hoffe, das passiert nicht wieder. Du bekommst das schon hin. Okay. Ich will nur sagen, dass ich nicht gut darin bin. Mit dem Finger den Rücken runter und wenn du das zweite Mal einrastest. Den verstehe ich nicht. Schaut Rodrigo dich jetzt ernsthaft verwirrt an. Wie meinst du das? Mach's einfach mal. Geht mit dem Hinter, mit dem Finger, ist ganz schön schwer am Rücken. An seinem Rücken. Nee, an ihrem Rücken, an ihrem Rücken. Ach so. Oh, jetzt. Lass uns jetzt halt die Wunde verbinden. Rodrigo! Meine Herren, wir sind noch nicht von dieser Insel runter. Etwas Disziplin bitte. Rodrigo steht auf und schaut Jalan an. Wir gehen das eben kurz verbinden und dann das Endurium holen. Genau. Ja, und Jalan guckt dann nochmal in die Runde. Ja, Jalan auch. Macht euch fertig. Los. Und so steht ihr auf. Greift noch vielleicht einmal zu von dem scharfen Hütchen. Mach das gar noch scharf. Und Rodrigo zieht das so fest, wie man es so ziehen kann. So, das muss ordentlich fest sein, hab ich gehört. Tschack. Dann würde man dich aufhalten. Ich weiß es ja besser. Ist das so nicht richtig? Nein. Entschuldigung. Ja, warte, ich mach das wieder los. Guck mal, das geht ja besser als gedacht. Meistens kriegt man einen Knoten nicht auf. Zwei Tage später stehen die Helden wieder oben auf den Balkonen. Rodrigo, Vascher, Brindigian und Elfadaios sind in der Zeit wieder zurück zur Mine gegangen, über ein paar Umwege, die ganzen großen Wege und Pfade meidend, auch natürlich diesen Wasserfall. Und dann habt ihr das Endurium 11,5 Kilogramm zurücktransportiert. In der Zeit haben sich natürlich alle anderen irgendwie erholt und der lange anstrengende Marsch durch den Dschungel steht wieder an. Ich bekomme bitte von einem eine Kartografieprobe, um genaue Abschätzungen zu bekommen, wie lange die Reise denn dauern wird. Eine Frage an uns alle. Hat denn hier irgendjemand Kartografie außer dem Rodrigo? Hatte Kasim das nicht? Ja, ich habe das seit kurzem auch. Zumindest ein nicht. Bisschen. Ja, ihr könnt gerne beide drüber gucken, wenn ihr wollt. Okay. Was würfelt man Kartografie? Kann man die Attribute sagen? Klugheit, Fingerfertigkeit. Autsch, das killt Rodrigo. Wieso? Du kannst das doch gar nicht so schlecht. Kann ich da unterstützen mit meinem Maraskan-kundig? Nee, wenn du Kartografie nicht hast, dann nicht. Scheiße. Ich dachte, man kann aber halt ein Kartenspiel nehmen, ne? Brindigian kann sich dann die Karten von Sari anschauen. Sie vielleicht nochmal um den einen oder anderen Strich ergänzen und dadurch, dass ihr jetzt eben an der Mine wart, da dann weitere Dinge einzeichnen. Es sind ungefähr 80 bis 90 Meilen, je nachdem, wie man nun läuft, von eurer Position zurück nach Helmenport. Bis Al-Rurdan wird natürlich dann durch den schweren maraskanischen Dschungel wieder gekämpft.
was sich quasi mit der anderen Stelle gleicht. Also von Bora nach Amran Anji ist quasi genau der gleiche Dschungel wie von hier nach Al-Ruhr, nur dass er eben ein bisschen größer ist. Es gibt noch eine kleine Flussüberquerung, aber an sich sind das einmal 60 Meilen und dann von da ist es ein bisschen einfacher. Das ist dann etwas offeneres Gelände. Es ist zwar immer noch Dschungel, aber nicht mehr ganz so mit hohen Bäumen, sondern eher mit Farnen. Das sind dann noch einmal 30 Meilen und im Endeffekt wird das wohl nach Rindijans Einschätzung zusammen mit den Garethias oder den Fremdijis, wird das so 15 Tage dauern, bis man denn da ankommen sollte. Ja, mach doch deinen Scheiß selber. Ich halte die Karte überhaupt nicht verkehrt rum. Und Rigia, nur mit der Ruhe. Ja, Zeig dir das. Hier, das Symbol, da sind vier, da ist die Mine. Lass mich damit in Ruhe, ich geh jetzt. Und Rodrigo lässt sich damit den Karten in Ruhe. Als hätte ich die Karte falsch rumgehalten hätte. Wie blöd hält er mich eigentlich? Zieht Rodrigo ab und brabbelt noch ein bisschen wütend in seinen eigenen Bart hinein. Urscha zieht dich nur in der Mund, lass ihn jetzt in Ruhe da seine Arbeit machen. Den Mann. Ja. Du bist schön, entspannst mich, aber diese blöden Karten und er und das ist jetzt, wie ich verkehrt drum halten würde. Der hält mich echt für blöd. Diese eingebildeten Magier, echt. Ganz ruhig. Ja. Brindigian, du hast tatsächlich zu deinem Schock festgestellt, dass die astralen Kräfte leider so etwas blockiert, möchte man sagen. Die Sternkraft fließt nicht mehr ganz so gestört oder ungestört durch deinen Körper. Du hast das Gefühl, dass da, wo die Widerhaken der Rüstung drin steckten, die du dann selbstverständlich sehr schnell abgenommen hast, vielleicht fließt das da auch wieder raus, wenn du sie vielleicht einnehmen könntest, aber irgendetwas stimmt nicht. Das ist ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl, auch wenn du die Rüstung abgelegt hast. Du fühlst dich immer noch eingesperrt wie in einen Käfig. Keine schöne Erfahrung. Sind das denn irgendwie sichtliche Wunden von diesen Dingern, die sich da in mein Fleisch gehakt haben? Die wachsen normal zu. Also so viel SP hast du jetzt durch die Rüstung nicht bekommen. Das sind nur ganz kleine Einstiche, oder? Genau, Also muss also man nichts es machen. ist ein kleine Löcher in deiner Haut und du kannst eben sehen, wie das dann eben anfängt zu bluten, dann anfängt zu schorfen und das wird dann sich langsam vernarben. Also wenn du da jetzt nicht mit einer magischen Heilung beigehst, dann wirst du da auch sichtbare Narben auch immer zurückbleiben lassen. Das kannst du dir jetzt halt überlegen. Oder du lässt es, ja, wobei du hast halt keine magische Heilung. Das ist so das, was dich gerade ein bisschen wurmt. Wirklich viel Astralenergie bleibt hier einfach nicht und ist einfach alles irgendwie schwer. Und ja, daher, es wächst zu, langsam, aber das sind bleibende Narben. Ja, damit habe ich aber kein Problem. Also ich kenne aus der Theorie diesen Effekt, dass die astralen Kräfte langsam oder erst spät zurückfließen, wenn man viel Eisen am Körper getragen hat. Bisher noch nicht aus eigener Erfahrung, deswegen ist es definitiv ungewohnt und ja, unangenehm, aber ich werde das mal die nächsten Tage abwarten und im Auge behalten. Also wenn spätestens nach einer Woche da nichts wieder zurückkommt. Ja, so auf, Ja. aus Tuzak oder aus Hinoda kennst du auf alle Fälle diese Erfahrung. Jemand aus dem Lernkreis hat sowas schon mal berichtet. Das ist sehr unangenehm, aber jetzt beim ersten Mal sowas zu spüren. Also du hoffst einfach, dass es weggeht. Bei den anderen Gigs. Gut. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch irgendwas besprechen. Daios kann noch irgendwelche Dinge tun, wenn er Wascha jetzt irgendwie nicht mehr vertraut oder so. Also, Endurium ist halt vollständig da. Es sind nicht nur 10, sondern sogar 11,5 Kilo. Könnt ihr dann halt wiegen und dann auf die Ausrüstung aufteilen. Und damit wäre, glaube ich, das gesamte Misstrauen beseitigt, hoffe ich zumindest. Ich hoffe es auch, denn mehr kann ich nicht tun. Ja, in irgendeiner Moment mal, wo Moment, wo Elfa da ist und Washer alleine sind. Oder wo sie alleine ist, würde er zu ihr gehen. Sag mal, Mädchen. Ich spiele gerade wahrscheinlich mit ihrer Schlange irgendwie ein bisschen, der Schlinge hat sich nicht drum gekümmert. Ja, pass auf dir auf. Sag mal, Mädchen, du trägst auch diese Sternenkraft in dir, oder? Ihr meint, dass Dinge passieren, die ich nicht verstehe? Ja, sowas, was Zauberer machen, Magier und Hexen und so. Ich bin keine Hexe. Ich schreck wieder an. Wollte ich euch nicht sagen. Verdreht sie die Augen. Aber
Nein. Seit wann kannst du das denn und wie benutzt du solche Sachen, diese Sternenkraft? Also das erste Mal, als ich noch ein junges Mädchen war und später immer öfter und immer stärker. Und ich weiß nicht genau, wann es kommt. Manchmal passiert es, manchmal auch nicht. Wenn ich Leute küsse, Männer, Frauen, dann kann ich ihnen damit manchmal wirklich helfen, wenn sie krank sind oder wenn sie vergiftet sind oder sogar wenn sie bluten, dann passiert auf einmal was. Manchmal da schaue ich auch Leute an und dann können sie meinem Blick nicht widerstehen und sie starren mich an und dann ist es, als wären sie starr wie bei einer Schlange. Und das kenne ich eigentlich nur von Rashika. Streichelt ihm den Kopf. Du ich hast weiß, du also Gandrio den Kopf verdreht. Nein, das habe ich nicht. Ich glaube, das hat er schon ganz von allein getan. Ah ja, genau. Wirklich? Sowas kann ich nicht. Ich bin eine schöne Frau, glaube ich, denke ich. Nein, irgendwie weiß ich das auch. Aber das war nichts, das hatte nichts damit zu tun. Also Leuten nicht in die Augen starren und auf keine blutigen Stellen küssen, das merke ich mir. So. Danke, Kleine. Wieso fragt ihr? Weil ich niemals zaubern möchte. Warum nicht? Aber dann geht der Verdauer weg. Wie kommt ihr darauf? Guckt ihr noch so ein bisschen verwirrt hinterher? Er macht so eine abwinkende Handbewegung in die Luft. Merkwürdig. Nun ja. Dann packt sich mal Rashika, übt noch ein bisschen mit ihr. Ja, daraus würde sich einen Tag später dann mal zu dem DJ angehen. Magister, seid ihr... Hallo? Ephagin, was gibt's? Seid ihr euch da sicher mit dem, was ihr gesagt habt, dass das da auch Sternkraft in... Jetzt zeigt mein Finger auf seinen Bauch... in mir ist? Das bin ich nach wie vor, Ephagin. Wie kriegen wir die raus? Wieso willst du die rauskriegen? Es ist ein Geschenk. Das kannst du... Du kannst da so viel mit tun, wenn du weißt, wie du es kontrollieren kannst. Wieso willst du es loswerden? Ja, es ist ein Geschenk, aber... Du siehst, wie er daraus Augen feucht werden. Ein Geschenk der Anderswältigen. Der Anderswältigen? Das ist ein Geschenk Ruhe, so ein Schwester Zars. Nein. Das ist nicht von den Ungeschaffenen. Da kannst du dir sicher sein. Früher da hatte ich das noch nicht in mir drin. Und als ich unter den Fluten, unter den Wellen versunken bin, da ist mir ein Meermann der tiefen Tochter begegnet und der hat mir ihren Plan verraten. Wovon sprichst du da, Mann? Ja, der Herr der Monstren, der Seemonster und Ungeheuer. Er hat irgendeinen Plan und er will, dass ich seine Wesen anführe. Und ich glaube, deshalb hat er mir Zauberkraft gegeben. Brindisia nickt und denkt kurz nach. Nun, Ephagin, die Ungeschaffenen, gerade die Mächtigsten von ihnen, die ihr Garechas gerne den 12 Geschwistern gegenüberstellt als Gegenpart. Die versuchen es immer wieder, den Menschen, den Geschöpfen Ruhrs einzuflüstern, Dinge einzuflüstern und sie damit auf ihre Seite zu ziehen. Und natürlich ist das am leichtesten für sie, wenn Menschen schwach sind. Du sagst, dass du warst am Ertrinken, also am Ende des Lebens? Ich weiß nicht, was der Herr Effert vorhatte, aber
dort in der Tiefe, wo es nur noch schwarz ist, wo die Meere so schwer sind und auf deine Brust drücken, dass du keine Luft mehr holen kannst. Dort, ja, in dem Moment, ich glaube, schwach war ich noch nie. Und ich kann dir sagen, die Ungeschaffenen, wenn sie in so einer Situation mit dir sprechen, dann sind sie sicherlich nicht darauf aus, dass du dann wieder, ich sage mal, unter die Lebenden gehst. In so einer Situation wäre wirklich ein Ungeschaffener dort, der Macht über dich hätte, hätte dich dort sterben lassen und deine Seele in den Eldrajin gerissen. Aber das ist ja nun nicht passiert. Du darfst nicht zweifeln, du musst stark bleiben und du darfst nicht auf diese Einflüsterungen hören. Was ich dir sagen kann, die Magie in dir, das ist sicherlich kein Fluch der Ungeschaffenen. Aber das ist ein Geschenk Ruhrs, Schwester Hesindes und Schwester Zars. Und das hattest du von Geburt an. Die Götter haben ihre Pläne, aber ihre widerseitigen Geschwister, die haben ganz andere Pläne. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Herr Effert mich prüft. Die haben irgendetwas mit mir vor, glaube ich. Und das macht mir scheiß Angst. Ich möchte diese Zauberkraft nicht benutzen. Bring mir bei, wie benutze ich die nicht? Du solltest lernen, sie zu benutzen. Du solltest Sicherheit gewinnen und zu wissen, wie du sie gegen die Ungeschaffenen einsetzt. Von mir aus für Bruder Effert. Aber du solltest dieses Geschenk nicht loswerden wollen. Du solltest alle Kräfte für dich nutzen, für das Gute nutzen, für die Schöpfung Ruhrs nutzen und nicht andersherum. Das hat sich mittlerweile hingesetzt und man sieht halt, wie Tränenbäche still und leise links und rechts an seinem Gesicht herunterlaufen und guckt darauf. Dann will ich lernen, sie zu kontrollieren, dass ich sie nie benutzen muss. Dijan setzt sich im Schneidersitz vor ihn. Ich werde mein Bestes tun, um dir zeigen, wie du sie kontrollieren kannst. Danke dir. Bei diesen Einflüsterungen musst du stark sein. Du darfst dem nicht nachgeben. Auf diese Zweifel hoffen die Ungeschaffenen. Ja, daraus denkt noch so an die letzten Visionen, die er hatte, zurück oder Wahrnehmungen, die niemand sonst hatte. Und fragt sich, wo er steht zwischen den Göttern und den Bältigen. Und Ephagin, wenn wieder einmal so etwas ist, du wieder einmal zweifelst oder glaubst, dass nun wieder jemand zu dir spricht, der nicht zu den 12 Geschwistern oder nicht zur Schöpfung gehört, dann sprich mit jemandem aus dieser Gruppe. Komm zu mir oder... Nun, auch Yalajin ist doch dem Bruder Praios sehr zugetan. Ich glaube, sie werden deine Worte auch anhören und dir versuchen zu helfen. Bei uns auf dem Schiff, auf der Seeadler, da sind zwei Brüder von mir. Ich erzählte ihnen die Geschichte und... Die beiden hatten Angst. Meine eigenen Brüder. Nun, das ist doch nicht verwerflich, oder? Ich kann dir gar nicht sagen, was ich für eine Angst hatte in dieser Mine. Wir sind alle nicht perfekt, aber wir müssen eben unser Bestes geben. Und diesen Versuchungen nicht nachkommen, nicht erliegen. Das ist sicherlich nicht einfach, aber nun, so ist es nun zurzeit. Aber eines Tages werden wir die Ungeschaffenen wieder vom Weltendiskus vertrieben haben und ja, und dann fängt Brindigian an, so ein bisschen ins Leere zu gucken, so ein bisschen zu träumen und einst wird dann Groa den Weltendiskus fangen und wir werden ihm endlich die 64 Fragen stellen können, die es wert sind, gestellt zu werden. Ich möchte nur noch bei einem Algenschnaps ein bisschen angeln. Du kannst sehen, dass Hock, Matrose Hock, sich euch nähert, hat wohl die letzten paar Fetzen mitbekommen.
Ich habe gehört, dass Xeran wohl 10 der Fragen oder die Antworten darauf in seinem goldenen Palast verlagert. Wer erzählt dir denn sowas? Das habe ich gehört von einem Maraskaner in Kuncho. Ach, so ein Unsinn. Wieso sollte denn so einer an die Fragen kommen? Das weiß ich nicht. Er sagt, er hat die Fragen und die Antworten. Zumindest ein Teil davon. Die Antworten? Wohl kaum, Bruder. In seinem goldenen Haus. Ja, ich weiß nicht, was für ein Spieler treibt damit, wenn er solche Gerüchte verbreitet. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir können deinen Freund ja mal besuchen, wenn wir nach Grundjung kommen. Klar, direkt im Maraskana-Viertel. Mit ihm zusammen habe ich ein bisschen Kaktus-Schnaps getrunken und dann plappert er drauf los. Ja, beim Schnaps labern viele drauf los. Ich aber den würde ich gerne auf mal was Richtiges zu trinken. Ich mich auch, ja. Legt ihm seine Hand auf die Schulter und geht dann mit gesenktem Kopf aus der Tür raus. Danke, dass du für mich da warst, Evadaios. Ich hatte da echt Panik. Ohne dich hätte ich vielleicht was Dummes getan. Wir passen aufeinander auf. Waren doch zu einer Crew. Ja. Ich habe mich da echt nur so alleine gefühlt. Ich meine, du bist ja in dieser Mine und um dich herum. Du erkennst ja nicht mal, er deutet so in die Richtung von Mopane, von Potro. Ich meine, ich wusste, dass sie unter dem Helm stecken, aber ich hatte halt trotzdem Angst vor ihnen. Und du warst halt da mit deinem Dreizack und dem Zepter. Vertraust du dich um? Sagst ja, eines Tages werden wir dastehen in unseren eigenen Rüstungen und dann werden die die Angst haben, die wir in den letzten Tagen gespürt haben. Darauf freue ich mich schon. Auf meinem eigenen Schiff stehe, meinen Männern. Bock, du bist ein guter Matrose. Der Wind durch die Haare. Dich könnte ich mir vorstellen. Das Krächzen der Möwen. Die Gischt in unserer Nase. Das Salzwasser auf der Haut. Und Wind in den Segeln. Ei. Also gut, brechen wir auf. Dann lächelt der Verdaus nochmal. Die Reise, die ihr jetzt auf euch nehmt, ist beschwerlich. Ihr kennt die Gefahren, habt sie schon einmal überwunden und auch ein zweites Mal wird es gelingen. Die Reise ist anstrengend. 15 Tage, wie Brindijan sagte, wird es dauern. Und dann steht ihr mit matschigen, klumpigen Stiefeln, schwieligen Bandagen, die durchgesapscht sind, steht ihr am Rande des Waldes und blickt auf eine kleine Siedlung. Sie ist gerade im Aufbau, ein paar Dinge, die abgeholzt werden, Hütten, die aufgebaut werden und ein kleiner Hafen, Seeluft und Möwen, die schreien. 3 Schiffe davor. Fast wie zu Hause. Und damit beende ich die Runde. Ihr steht in Helmenport und wir machen nächstes Mal weiter. So, am 28. Hesinde seid ihr aufgebrochen und dann 28 plus 15. Ja. Und danach Zar. Nee, Firun, glaube ich. Das müsste also dann 43. Firun. 13. Firun sein. Ich glaube, nach Hesinde kommt Firun. Ja, praktisch mitten im Winter. Genau, auf Maraskan ist es halt noch egal, da ist halt alles rot. In Kuntium mag der Winter auch nicht so fies sein, aber wenn ihr halt nach Norden wollt, in ein paar Wochen, in Richtung von Mendena oder so, dann werdet ihr ein tiefstes Eis vorstoßen. Gut, dazu allerdings beim nächsten Mal mehr. Ich werde jetzt Abenteuerpunkte verteilen und auch den Status gesucht. Gesucht 1.